Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DSA 3 Schatten über Riva. Wir haben jetzt den ersten und die zweite Etage von dem Ameisenbau, von dem Bau der Königin durch. Und wir sind jetzt mitten in einem riesigen Labyrinth und müssen versuchen, unseren Weg hier durchzubahnen. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich versuche es einfach mal auf gut Glück. Ich weiß nur, dass man versuchen muss, über den Norden in den Westen zu kommen. Ansonsten hat man keine Chance. Ja, auch hier geht's nicht lang. Wo sind wir? Wo müssen wir lang? Wir gehen erstmal weiter nach da. Und wir laufen auch, denn ich glaube, das Ganze ist so ein bisschen auf Zeit hier im Labyrinth. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, gut. Hier sind wir jetzt richtig. Hier gehen wir weiter nördlich. Wo geht's hier lang? Ja, immer im Kreis, auch schön. Aber es sieht gut aus. Sollen wir hier schon rein? Nein, das ist eine Sackgasse. Oh je, oh je. Ob wir hier lebend wieder rauskommen werden, das weiß allein Hesinde. Diesmal weiß das Hesinde. Spannung macht sich breit, wir sind wieder verkehrt gelaufen. Oh je, oh je. Ganz ehrlich, ich hasse solche Labyrinth-Geschichten. Ich bin froh, wenn das vorbei ist, wenn wir endlich bei der Königin angekommen sind, den Endkampf haben. Meine Fresse. Aber das Spiel ist trotzdem geil. Da kann man nichts gegen sagen. Hier ist auch wieder Sackgasse. Oh. Also da haben wir jetzt alles durch. Dann versuchen wir mal da entlang zu gehen. Oder geht's auch hier lang? Ich versuche mal den Weg zu nehmen, der sich hier erstreckt. Der sieht auch ganz gut aus. Ja. Gehen wir mal weiter südlich. Ja. Hier ist nichts, gut. Dann gehen wir wieder weiter nach Norden. Ah, es ist alles so verwirrend hier. Da kommt man nicht lang, dann versuchen wir nochmal oben entlang zu gehen. Waren wir hier schon mal drin? Nein. Das sieht doch auch gut aus hier. Hier ist eine Sackgasse, hier geht's auch nicht weiter. Und wo sind wir nun? Jetzt sind wir hier. Ja, also wir irren hier durch das Labyrinth, als wären wir vollkommen verloren. Und wir sind schon ziemlich weit unten. Ich glaube nicht, dass wir hier hätten hin sollen. Aber wir laufen einfach weiter. Ja, das war's. Hier ist Sackgasse. Damit haben wir wirklich komplett alles erkundet. Nein, da geht auch noch ein Weg nach Süden. Den nehmen wir auch noch mal. Oh je, gut, hier waren wir überall. Dann können wir da jetzt noch nach Westen, dann gehen wir mal wieder nach oben. Ja, noch weiter nach Norden. Hier schon rein, nein, noch einen weiter. Sind wir schon da? Ja. Hier ist auch eine Sackgasse. Also die Königin schafft es wirklich, uns zu verwirren. Im Moment macht sie es mit einem
riesigen Labyrinth, aus dem wir wahrscheinlich nicht wieder rauskommen werden. Ich bin verwirrt, ich gebe es zu, lass mich hier raus. Oh Gott, das sieht nicht so aus, als wenn wir hier richtig wären. An das kann ich mich auf jeden Fall erinnern. An das auch. Also da hinten sind wir auf keinen Fall richtig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir versuchen erstmal wieder zurückzukommen. Aha, und schon haben wir das ganze Labyrinth hier oben durch. Wunderbar. Gehen wir dort mal nach Süden. Ja, das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Oder doch? Das war vollkommen verkehrt. Und noch einmal zurück. Also wirklich, sowas macht doch keinen Spaß. Wenn man wenigstens Anhaltspunkte hätte. Oder wenn das Labyrinth wenigstens aufgedeckt wäre. Aber so. Was haben wir hier Schönes? Sackgasse. Ja, auch hier befindet sich nichts. Obwohl das eigentlich schon ganz schön spannend aussieht, ne? Gehen wir mal hier durch. Ja. Sind wir wieder hier. Laufen wir den Gang noch zu Ende. Ach, und den einfach mal nach links. Waren wir hier schon? Nein. Ich glaube, wir sind jetzt aber so ziemlich am Ende des Labyrinths. Das kommt mir alles wieder bekannt vor. Aus meinen früheren Tagen als Kind. Gehen jetzt einfach südlich. Und dann hier in den Osten? Nein. Sondern noch weiter südlich und dann in den Osten. Einmal kurz auf die Karte gucken. Was haben wir hier Schönes? Nee, sieht nicht so aus, als wenn man hier weiterkommt. Oh, ist das ärgerlich. Gehen wir mal weiter hier oben entlang. Und wir sind im Rundgang gewesen. Na toll. Dann biege ich jetzt hier mal ein. Und was haben wir hier? Hier sieht es wieder besser aus. Hier kommen wir weiter. Ein Glück. Wir sind aus dem Labyrinth raus, aus dem Raum, in dem wir hier reingegangen sind. Jedes Mal, wenn wir also durch diesen Raum gehen, sind wir im Labyrinth drin. Wir gehen aber jetzt einfach weiter. Und was haben wir hier? Eine Geheimtür, stellt Dorin fest. Aber ich kann keinerlei Öffnungsmechanismen sehen. Solange ich die verfluchte Wand auch untersuche. Ich fühle, dass sich dahinter etwas ungeheuer Mächtiges verbirgt, flüstert Melina. Ich könnte wetten, dass das irgendwas mit diesen komischen Tönen, die wir schon ein paar Mal gehört haben, zu tun hat. Vielleicht können wir sie irgendwie nachmachen, fügt Dorin hinzu. Und deswegen haben wir die Flöte gemacht. Und wir spielen sie einfach mal. Melina gelingt es, die schon oft in diesen Gängen vernommenen Tonfolge zu spielen. Tatsächlich scheint es sich dabei um einen Öffnungsmechanismus der Barbaradwürmer zu handeln. Die Wand vor euch tut sich plötzlich auf. Sehr schön. Und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, aber ich werde es tun. Ich werde jetzt noch einmal zwischenspeichern. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben im Labyrinth schon gemacht habe. Ich mache es jetzt einfach unter LP25. Und schon haben wir es getan. Oh, die Spannung zerreißt mich, aber wir müssen rein. Auf geht's.
Ihr wagt einige vorsichtige Schritte in die Höhle, in die imposante Höhle. Da kommt laut kreischend ein purpurn gefärbter Borberatwurm auf euch zugeschossen. Rondra, steh uns bei! Das muss die Königin sein, schreit Aber von Haben, während sie sich kampfbereit macht. Und schon stehen wir der Königin, der vermeintlichen Königin gegenüber, zaubern, Kampf, Fulminictus auf den Wurm. Ja, auch du machst einen zaubern, Kampf, Fulminictus auf den Wurm. Und damit haben wir die Königin getötet. Tja, haben wir nicht. Haben wir ganz und gar nicht. Und deswegen sollte man jetzt auch nicht das Amulett benutzen, ansonsten stirbt man eines grauenvollen Todes. Wir werden uns erst einmal heilen. Das haben wir, glaube ich, dringend nötig. Und das können wir am besten mit dem Dragé. Endurin bekommt jetzt erstmal 2 Stück. Rassia bekommt 2 Stück. Auch Melena. Jacinda. Und Dorin natürlich auch. So, und dann halt euch mal hoch, meine Lieben. Das habt ihr euch verdient. 40 Lebenspunkte bekommt sie dann dazu. 4 Lebenspunkte und 40 Astralpunkte für Rassia. 25 Lebenspunkte und 37 Astralpunkte für Kaldrin. 5 Lebenspunkte und 24 Astralpunkte für Melena. Und auch nochmal 40 Lebenspunkte für Jacinda. Dorin ist noch weitestgehend geheilt. Auch hier werde ich jetzt noch einmal zwischenspeichern. Verzeiht mir meine Vorsicht, aber oh Gott, ich habe jetzt wirklich die größte Angst und ich will das endlich hinter mich bringen hier. Gut, hier ist eine Wand. Wir spielen einfach nochmal mit der Flöte. Melena gelingt es, die schon oft in diesen Gängen vernommene Tonfolge zu spielen. Tatsächlich scheint es sich dabei um einen Öffnungsmechanismus der Borberatwürmer zu handeln. Die Wand vor euch tut sich plötzlich auf. Und wieder können wir runterrutschen. Wollt ihr den Abstieg nach unten wagen? Ja. Wieder verhindert selbst geschicktes Abrollen kleinere Verletzungen bei dieser wilden Purzelei nicht. Hab ich mich erschrocken, verdammt. Immer wieder dasselbe. So, wir sind jetzt in einem riesigen Raum. In diesem Raum wird es noch einmal zu einem Kampf kommen. Und zwar gegen unsere eigenen Spiegelbilder. Ich habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, selbst wenn ich mein Spiegelbild getötet habe, war dort immer an einem leeren Platz ein Elf namens U. Also wirklich wieder Buchstabe. Und das war für mich wie ein Bug. Je öfter ich das Spiegelbild von mir angegriffen habe, desto mehr von diesen U's kamen mit mal an. Ich glaube, 12 U's haben dann auf mich eingeprügelt und ich war tot. Und mein Spiegelbild kam dann auch immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und von daher werde ich es jetzt anders machen. Ich werde es so machen, dass wir einen aus unserer Gruppe trennen werden. Der wird es wird vorlaufen. So wird es sein. Ich speichere nochmal vorher ab. Derjenige wird vorlaufen und wird sich dann mutig den Kampf stellen, eventuell sterben, aber da müssen wir jetzt einfach durch. Wir tun einfach so, als wäre der Held nie gestorben. So, einmal die Gruppe teilen. Jacinda, du läufst vor. Es tut mir außerordentlich leid, aber vielleicht seht ihr den Bug ja dann auch. Und dann könnt ihr mir mal einen Tipp geben, wie man den beheben kann. In den Kristallen an den Wänden scheint sich etwas zu regen. Zuerst entwickelt Jacindas Spiegelung ein Eigenleben und bewegt sich unabhängig von ihr. Dann sieht sie, wie die Spiegelung vom Inneren der Kristalle nach außen drängt. Langsam schiebt sie sich durch die Oberfläche hindurch, bis sie schließlich im Raum steht. Nach einem schnellen Blick in die Runde greift Jacindas Ebenbild an. Ja, weil mir dann alles abgeschmiert ist, werde ich nun doch mit der ganzen Gruppe reingehen. Immer wenn ich mit Jacinda alleine reingehen möchte, passiert nichts. Also versuchen wir es so. Wird spannend, Leute, wirklich. Ich habe echt Angst. Die Zeit.
Zauber misslingen zum Glück. Machen wir einfach mal die Feuerlanze. Ah ja, habt ihr es gesehen? Da war U. Und U werden wir nicht töten können. Also wir haben im Prinzip keine Chance. Ich werde jetzt den Spielstand neu laden. Und es dann nochmal auf die andere Weise versuchen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt Kaldrin vorgeschickt, denn immer wenn ich Melina geschickt habe, dann ist mein DOS-Box abgestürzt. Immer wenn ich es mit anderen versucht habe, hat es nicht geklappt. Kaldrin ist der Einzige, der es schaffen könnte. Wir werden einfach mal Zaubernkampf Ignifaxius auf unseren bösen Kaldrin-Partner sprechen. Damit ist er tot und ihr seht, dass ein böser U mich angreift, was auch immer ein U ist. Vielleicht kann es irgendjemand erklären, ich greife ihn einfach mal an, aber es hat eben keinen Sinn, also es klappt absolut nicht. Ich werde mit Kaldrin also jetzt sterben, da muss ich durch. Ja, wenn denn irgendwas passiert. Ich kann ihn zwar angreifen, aber es passiert einfach nichts. Angriff. Ich werde jetzt... Oh, und da ist schon der nächste Kaldrin. Und er wird mich garantiert töten. Alte Option. Ja, ihr seht, es werden immer mehr U's. Es werden auch immer mehr Kaldrins. Und damit ist Kaldrin soeben in Borons Reich eingegangen. Auf welche Gruppe schalten? Auf die andere. Also jetzt ist Kaldrin tot. Ich speichere hier noch einmal zwischen. Jetzt weiß man vielleicht auch, warum man eigentlich immer zwischenspeichern sollte und warum man mir das einfach nicht übel nehmen darf. Es gibt eben viele Probleme und die möchte ich nicht immer wieder von vorne spielen. Gut, wir können Kaldrin wieder mit in die Gruppe nehmen. Schade, dass er tot ist. Er hat den Flimflam noch aktiv. Und hier passiert jetzt nichts weiter. Die werden nicht nochmal wiederkommen. Man hat nur einen einzigen Kampf gegen die ganzen Viecher. Und ja, es geht im Prinzip jetzt in die entscheidende Runde. Warum, werdet ihr gleich sehen. Da vorne befindet sich die Königin. Ich kann sie fühlen, aber von Haben scheint durch das unheilverheißende Aussehen des Eingangs doch etwas nervös geworden zu sein. So, und jetzt herzlich willkommen zum letzten Kampf gegen eigentlich das Objekt unserer Begierde, worauf wir ewig gewartet haben und was das ganze Spiel beenden wird. Ja, du machst gleich mal einen Zauberkampf, Fulmen. Ich achte jetzt insbesondere auf unsere Trefferpunkte, also wir haben 25 schon angerichtet. Ein Zauber auf die Königin mit Stufe 15. Wir müssen es einfach versuchen, die Alte jetzt in diesem Kampf noch fertig zu machen und auch ohne Kaldrin klarzukommen. Das wird nicht ganz einfach. Inkende.
Jeder Ignifaxius gibt ungefähr 50 Trefferpunkte und auch Ava von Haben konnte noch nichts machen. Nein, Durin konnte 11 Punkte mit raufschleudern. Zaubern kam Fulmen auf die Older Hexe hier. Auch nochmal 22. Der Königin gelingt es, aus der Magie des Zaubers neue Energie zu ziehen. Oh, das ist schlecht. Angriff geht nicht. Doch. Sehr schön. Immer 10 Trefferpunkte circa. Und Fulmen. Wir haben ihr schon einiges zugefügt. Ein Ignifaxius muss jetzt noch herhalten. Und wir haben es geschafft. Rassia hat noch eine neue Stufe erreicht, das ist doch schön. Geben wir gleich nochmal die Intuition, die sie benötigt, Totenangst. 1, 2, 3, 4 Punkte. So, wir haben es geschafft. Die Königin ist bezwungen, sie ist besiegt. Und wir sind damit komplett durch das ganze Spiel durch. Guckt euch die Spielpunkte an. 967 von 1000. Es kann sein, dass man jetzt gleich noch ein paar Punkte bekommt, wenn man das Amulett auslöst, um wieder zu wachsen. Ja, das Spiel hat ziemlich lange gedauert, 25 Parts, 25 bis 26, weiß gar nicht, in welchem Part wir jetzt stecken, aber das ist auch egal, ich freue mich, dass ihr so tapfer durchgehalten habt. Ihr bekommt jetzt noch den Rest des Let's Plays zu sehen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und ja, mal gucken, was wir als nächstes Let's Playen. Es war mega geil. Wie gesagt, wenn ihr noch Informationen habt, schreibt ruhig an mich oder setzt irgendwelche Kommentare hier drunter. Gebt Daumen hoch. Ich freue mich über alles. Ja. Und dann. Bis nachher. Ach so, oder auch nicht. Ihr spürt, wie eure Leiber zu wachsen beginnen. Wir werden zerquetscht werden, schreit Ava von Haben und versucht der immer näher rückenden Decke zu entgehen. Doch mit dem Tod der Königin liegt auch über dem ganzen Bau keine magische Aura mehr. Hände durchbrechen die Decke, Schultern sprengen die oberen Etagen, durch die ihr euch so mühsam bis hinunter gekämpft habt. Schließlich steht ihr wieder nackt im Innenraum des Ratshauses und unter euren Füßen liegt der zerborstene Bau der Königin. Auf euer Zeichen hin heben die Magier den auf euch liegenden Verkleinerungszauber auf und eure Leiber zerbrechen den Bau der Königin. Ihr habt gerade erst begriffen, dass ihr euch wieder in der normalen Welt befindet, als plötzlich die Gestalt eines Mannes im Raum materialisiert. Bei den Zwölfen, das ist doch Rohal! Meinen Gruß, Sterbliche. Ihr habt erreicht, wozu kein anderer in der Lage gewesen wäre. Ein weiteres Übel, das Borbarat der Schwarze auf Aventurien losgelassen hat, ist nun für immer beseitigt. Keinem werden die Borbarat-Würmer mehr zu schaffen machen. In diesem Moment sterben alle Abkömmlinge der von euch vernichteten Königin. Alle, die von ihnen beherrscht wurden, haben nun ihren eigenen Willen wieder. Doch wird sich keiner der Befallenen an etwas aus der Zeit der Beherrschung erinnern können. Es gibt keine Beweisstücke für euer Tun. Keiner wird euch diese Geschichte je glauben. Und ihr seid noch immer
Gejagte in dieser Stadt. Nehmt deshalb durch mich den Dank ganz Aventuriens entgegen und seid gewiss, dass ich euch nicht vergessen werde. Macht euch aus dieser Stadt davon, denn Bosper weiß nichts mehr von seinen Taten und wird sie deshalb auch nicht rückgängig machen. Wir werden deinen Weisungen folgen, Meister. Wie Rohal, der Weise, es euch geraten hat, verlasst ihr die Stadt auf dem schnellsten Wege, ohne von einer Menschenseele dabei entdeckt zu werden. Die Orkstämme sind nun ihrer koordinierten Führung durch die Königin beraubt. Führungslos zerfallen ihre Heerscharen wieder zu kleinen Stämmen, die wie früher zum Teil kriegerisch, zum Teil voller Furcht sind und die sich auch untereinander bekriegen. Obwohl viele Orks immer noch gegen die zivilisierte Welt vorrücken, gelingen der Gemeinschaft aus Menschen, Elfen und Zwergen nun immer mehr entscheidende Schlachten. Der Vormarsch der Orks scheint ohne die Führung der Königin in einigen Monaten gestoppt werden zu können. Ihr habt Aventurien gerettet, wie es wahren Helden gebührt. Doch Borbarat wird nicht ruhen, ehe er Verderben über ganz Aventurien und vor allem über euch gebracht hat.